Ja, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, allein nur die Sache mit der Eternite. Und tut sie mal, das ist natürlich. Jesus, der Mann. Ehrlich, den Stein in unsere Kunstflugschule. Wie ist die, wo ich das angefangen habe mit dieser Eternite? Es war flüchtig. Der Widerstand, der da vielleicht. Ja. Meine Auffassung war, es gibt kein Material, das gut oder schlecht oder ist. Also es ist einfach als Material ein Material. Man kann das eventuell gut anwenden oder man kann es schlecht anwenden. Dann ist es schlecht und zum anderen Fall ist es gut. Ich probiere mit einem Material etwas zu machen und jetzt bei diesem Eternit, das hat mich als Material fasziniert, als Material gesagt, ja, was macht man mit diesem Material? Und das war damals an unserer Schule zum großen Teil auch auf einen ganz großen Widerstand gestoßen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt Briefe an den Direktor Eaton, wo es drinnen heißt, der Ghoul ist sofort zu entlassen. Der macht Dinge für die Industrie. Und wenn Sie schauen, wie Sonnenstürme gemacht werden, das letzte Foto, das, wenn Sie, das Handwerk hat Einrichtungen gemacht, Schablonen, und hat die Schablonen dann auch benutzt, nicht einfach eine andere Schablone gemacht, oder? Jetzt ist also diese Sache mit den Asbestfasern nicht mehr. Und jetzt kann man sagen, das neue Material ist an sich nicht besser, auch nicht schlechter, aber es verhält sich anders. Und jetzt ist die Eternit gekommen und hat gesagt, cool, entweder müssen wir aufhören, oder, was meinen Sie, könnte man versuchen, etwas zu machen? Thank you.
Sehen Sie, das ist jetzt auch wieder etwas Gestaltliches. Der Stuhl ist parallel und das Tischchen nicht. Und aus welchem Grund? Erstens möchte ich, dass das Tischchen an sich auch ein Hinten und ein Vorne hat. Wenn man das so aufstellt, vielleicht sogar im Kreis herum oder auch nur einzeln, wenn eine parallele Form neben einer Parallele nicht parallel steht, wirkt schon unordentlich. Und einfach ist eine Störung. Wenn ich das nicht parallel mache, gibt es diese Störung gar nicht. Es gibt immer so ganz einfache kleine Nuancen, die unwahrscheinlich wichtig sind. Und dorthin schaue ich meine Tätigkeit. Fasziniert mich mehr als ein Produkt für. Nämlich, es ist vielleicht falsch gewesen, wenn ich sage, natürlich fasziniert mich auch ein Produkt machen für eine Firma. Ja. Aber primär tut mich die Problematik dahinter. Mhm. Und da kann ich also nicht gern Kompromisse. Ja.